Hallo Jungfrau, du beginnst den Monat mit einer Konjunktion zwischen Venus und Pluto. Diese ist zwischen dem 1. und dem 6. Monatstag vorhanden. Es gibt eine wichtige Entscheidung, die zu Beginn des neuen Jahres bevorsteht. Diese Entscheidung kann einer der folgenden Themen umfassen: Investition, Finanzierung, Kinder oder Bildung. Eine Feier, Veranstaltung oder eine kleine Reise werden bei vielen Jungfrauen am Anfang Januar im Vordergrund stehen. Am 3. des Monats hast du Venus in Wassermann eingetreten. Und das heißt, bis 27. Januar wirst du vieles zu organisieren haben. Es kann eine Herausforderung sein, sich für eine Umgestaltung von alltäglichen Vorgängen und Räumlichkeiten einzusetzen. Die Gesundheit eines Familienmitglieds kann sich leider im Laufe des Monats verschlechtern. Am 7. Januar hast du einen Vollmond in Krebs. Mit diesem Vollmond wirst du bis Mitte Januar dazu ermutigt, dich bei einem Menschen oder einer Gruppe von Menschen zu durchsetzen, damit du ein Ziel schneller erreichst. Du solltest bei einer wichtigen Angelegenheit, die lästig ist, nicht zögern, sondern schnell handeln. Zwischen dem 8. und 9. Januar hast du Merkur, Trigon, Uranus. Bis Anfang Februar kann eine Situation eintreten, die eine Reparatur oder Korrektur von vergangenen Fehlentscheidungen erfordert. An diesen Tagen wird sich eine unerwartete Entwicklung oder Veränderung ergeben. Der Ausgangspunkt dafür wird eine Nachricht sein. Am 12. des Monats hast du Mars direkt läufig im Sternzeichen Zwilling. Mars war mehrere Monate rückläufig in diesem Zeichen. Es wird Zeit, sich einer Herausforderung bei der Arbeit mit Mut und Selbstvertrauen zu stellen. Viele Jungfrauen müssen in einer Angelegenheit, die mit Behörde zu tun hat, Selbstinitiative ergreifen und für ihre Rechte kämpfen. Danach, zwischen dem 13. und dem 20. Januar, ergibt sich eine unharmonische Konstellation zwischen Venus und Uranus. Deine Beziehungen zu einem Arbeitskollegen oder Familienmitglied können ein bisschen felsig werden, weil man sich nicht ganz bei einer Sache einigen kann. Danach am 21. hast du einen Neumond im Wassermann. Geduld, Disziplin und die Bereitschaft, mit anderen zu kooperieren, werden sich langfristig lohnen. Es kann bis zum Monatsende eine nicht optimale Situation gegeben sein, die substanzielle Änderungen und Anpassungen erfordert. Danach am 22., liebe Jungfrau, hast du Uranus direkt läufig in Stier. In den kommenden Monaten wirst du neue Möglichkeiten finden, ein persönliches Vorhaben zu finanzieren. Ein Job oder Wohnwechsel kann je nach Horoskop angezeigt werden. Zwischen dem 23. und 31. Monatstag hast du eine positive Konstellation zwischen Sonne und Jupiter. Mit viel Freude und Erleichterung wirst du während der letzten Januarwoche ein Problem lösen oder positive Ereignisse und Momente erleben. Stressige Überforderungen sollte man womöglich minimieren, damit die eigene Gesundheit nicht gefährdet wird. Am 27. haben wir Venus in Fische bis zum 20. Februar stehen, und bis dahin wirst du dich entweder für einen hilfsbedürftigen Menschen einsetzen oder mehr Glück in der Liebe haben. Liebe Jungfrau, mit diesen ungenauen und allgemeinen Aussagen beende ich dieses Video, aber wenn du eine persönliche astrologische Analyse für die kommenden Monate und Jahre benötigst, kannst du gerne diese jetzt auf meinen Homepage buchen. Ich bin jederzeit für dich da. Ich wünsche dir ein erfolgreiches 2023, alles Gute und bis zum nächsten Video.